Herzlich willkommen bei den Tamsu News vom Roten Sofa. Wir haben ein neues Tutorial für euch gemacht, und zwar, wie man so coole Loop-Videos, Canvas genannt, bei Spotify hochlädt. Guckt doch einfach mal rein. Aber jetzt natürlich das, worauf ihr alle gewartet habt, nämlich die Auslosung des 50-Euro-Gutscheins für unseren coolen neuen Webshop. Sehr viele Leute mitgemacht. Ich muss hier noch einmal durchrühren, damit es natürlich fair ist. Und Gewinner oder Gewinnerin dieses Gutscheins ist... Anna Galatte. Anna, wir melden uns bei dir. Viel Spaß, such dir was Schönes aus. Zum Beispiel was von den folgenden neuen Sachen. Ist heute so viel, das passt gar nicht alles auf den Tisch. Andreas Schulz, Chefredakteur der Akustikgitarre. Sein erstes eigenes Album. Schöne Gitarrenmusik. Kuku, da hatten wir schon einige Singles zuletzt im Programm. Girl, jetzt die komplette EP. Dann Martin Meinschäfer mit Wer hat, der hat. Toller, etwas oldschoolige Rockmusik und Popmusik. Das macht richtig Spaß. Tolle Gastmusiker auch dabei. Dann hier, das ist auch ein Highlight, das Weihnachtsleuchten Volume 2 von den Mädels. A Cappella Pop. Die Kilkenny Band mit Colors of Scotland. Scottish Folk von einer Irish Folk Band. Elektronische Philosophie von Level P. Elektronische Musik. 9 Songs Sung from the End von Brandon Lewis und seinen Gambling Ambers. Singer-Songwriter. Sun Trigger mit Liquid Time. Das ist so progressive Rockmusik. Singer-Songwriter-mäßig poppig wird es bei Dirk Lohmbeck mit Schiller Park. Und ein bisschen Jazz gibt es noch vom Nordsnow Ensemble mit, das kann ich gar nicht aussprechen, tut mir leid. Ich glaube, es wird ausgesprochen. Nein, ich glaube, ich kann es einfach gar nicht aussprechen. Hört einfach rein! Tolle Jazzmusik. Und hier an der Seite habe ich auch noch liegen. Auch ein Highlight. Eine bluesige Weihnachtssingle, Merry Merry Christmas von den Blueser Novas. Gibt es übrigens auch als Download in unserem Webshop. Hört euch die tolle Musik an. Guckt euch das neue Tutorial an. Viel Spaß dabei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier auf dem roten Sofa. Bis dann, euer Daniel.